Deutschland hat viel getan, um die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses zu erhöhen. Denn uns eint alle die Entschlossenheit, jeden Quadratzentimeter des NATO-Gebietes zu verteidigen. Vergangene Woche hat die Bundesregierung die nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet. Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir eine solche Strategie formuliert. Sie sagt ganz klar, die Landes- und Bündnisverteidigung hat absolute Priorität für die Bundeswehr. Mit dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen haben wir wichtige Investitionen auf den Weg gebracht, um unsere Fähigkeiten zu modernisieren und auszuweiten. Und wir werden jährlich 2% unseres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aufwenden. Noch etwas möchte ich hinzufügen. Aus meiner eigenen Erfahrung als Politiker, als Finanzminister und auch Premierminister weiß ich, dass es nie leicht ist, Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Wenn man mehr ausgibt für Verteidigung, dann gibt es weniger für das Gesundheitswesen, für Bildung, für all die anderen wichtigen Dinge. Aber die Realität ist ja doch, wir leben in einer gefährlicheren Welt. Wir müssen den Preis zahlen und mehr investieren in Sicherheit und Verteidigung. Denn ohne Frieden und Sicherheit dann gibt es noch den Klimawandel und Sicherheit. Also wir werden nicht in der Lage sein, all diese Dinge anzugehen, wenn wir nicht in Frieden und Sicherheit leben. Unser Berlin-Korrespondent Stefan Stuchlik hat das Treffen für uns beobachtet. Ja, Stefan, in 3 Wochen beginnt der NATO-Gipfel im litauischen Vilnius. Heute also das Treffen zwischen Bundeskanzler Scholz und dem NATO-Generalsekretär. Warum war dieses Treffen auch aus deutscher Sicht so wichtig? Nun, das sind, man kann es so sagen, Routine-Vorbereitungstreffen. Da wird auf der einen Seite geguckt, hält denn der Bündnispartner, in dem Fall die Bundesrepublik Deutschland, seine militärischen Zusagen, also etwa die Verstärkung der NATO-Ostflanke, die Deutschland zugesagt hat, Air Policing, ich glaube, das heißt Luftpatrouillen auf Deutsch, die deutsche Luftwaffe zum Teil über Rumänien, zum Teil über den Baltikum fliegt. Und auf der anderen Seite wird man das politische Programm dieses Gipfels noch einmal durchgegangen sein und geguckt haben, was steht denn da eigentlich drauf und welche Position hat da Deutschland bei der Frage Mitgliedschaft von Schweden, die am 11. bis 12. Juli auf dem Programm steht, ist das ganz eindeutig. Deutschland befürwortet das. Schon schwieriger wird die Frage, was sagt man eigentlich der Ukraine, wann wird sie Mitglied der NATO sein? Man muss ja sagen, seit wenigen Tagen erst hat Deutschland eine nationale Sicherheitsstrategie zum ersten Mal. Wie wichtig ist die eigentlich auch im Zusammenspiel mit anderen NATO-Ländern? Ich glaube, sie wäre sehr wichtig, aber das ist eine philosophische Frage, nämlich die, wie ernst nimmt man denn sie? Denn die nationale Sicherheitsstrategie, die greift weit über den klassischen Sicherheitsbegriff hinaus. Da sind auch zivile Sicherheiten genannt. Also man müsste im Prinzip mit anderen NATO-Staaten vereinbaren, wie macht man sowas wie Cyberabwehr gemeinschaftlich? Wie macht man sowas wie Katastrophenschutz über Ländergrenzen hinweg? Wenn man sich allerdings anguckt, dass das schon hier in Deutschland bei den Bundesländern schwierig wird, dann kann man sich vorstellen, dass erst mit einer NATO-Koordinierung erst in ein paar Jahren begonnen werden kann. Das ist das eine. Militärische Zusammenarbeit wird immer wichtiger. Auch das steht natürlich in der nationalen Sicherheitsstrategie. Und da vor allem die Rüstungszusammenarbeit. Denn im Moment ist es ja so, dass jedes NATO-Mitgliedsland im Prinzip seine eigenen Waffen kauft, seine eigenen Panzer, seine eigenen Schiffe und seine eigenen Flugzeuge. Da mehr und Besseres zu erreichen, das wäre ein großer Schritt nach vorne. Und in dem Sinne hat Olaf Scholz ja schon seine Fühler ausgestreckt zu anderen NATO-Partnern. Der European Sky Shield, eine gemeinsame Flugabwehr für Zentraleuropa, soll das erste große Projekt dieser Art sein. Lassen Sie uns noch mal auf das schauen, was Deutschland tut für und in der NATO. Wir beteiligen uns in verschiedensten NATO-Manövern und auch Einsätzen. Deutschland will auch das 2%-Ziel erreichen, also das 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung stecken, auch zum ersten Mal, muss man sagen. Was will denn die Bundesregierung sonst noch tun? Ich würde einmal kurz sagen, nicht so schnell über das 2%-Ziel hinweggehen, denn da scheint es ja doch noch einige Meinungsverschiedenheiten gegeben zu haben. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat ja heute gesagt, 2% it's the floor and not the ceiling. Das heißt, 2% sind nach seiner Vorstellung das Minimum dessen, was man ausgeben will. In der nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung steht drin, man wolle 2% im mehrjährigen Mittel erreichen, also mehr oder weniger einmal um die 2% herum. Also da gibt es Augen wahrscheinlich schon noch Gesprächsbedarf. Was macht Deutschland im Übrigen noch außer der Sicherung der NATO-Ostflanke? Deutschland hat zugesagt, bis 2025
eine Division zu stellen zur Sicherung eben dieser Flanke. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, das sind 16.000 bis 17.000 Männer und Frauen. Da gibt es aber intern einige Probleme. Der Inspekteur des Heeres hat gesagt, Mensch, ich habe doch gar nicht genügend Material und vernünftigerweise auch noch gar nicht so richtig die Leute, die ich dafür brauche. Bitte tut was dafür, denn sonst steht dieses Ziel in Frage, was mit dem Ziel 2027 die nächste dieser Divisionen aufzustellen für die NATO passiert, das steht noch in den Sternen. Wenn Sie sagen, das 2%-Ziel ist vielleicht in Zukunft nur noch das Minimum, gibt es da eigentlich Forderungen an Deutschland von Seiten des Generalsekretärs, vielleicht auch abseits dieses 2%-Ziels? Nun, man muss sagen, der Druck ist natürlich relativ hoch. Die NATO ist ein bisschen, wie soll ich sagen, unterschiedliche Auffassungen, was die Ausgabeziele dieser 2%-Marke angeht. Da gibt es natürlich Länder wie das Baltikum, die fordern schon irgendwie ein Minimum von 2,5%. Das wäre Deutschland, glaube ich, gar nicht in der Lage mitzugehen. Und dann muss man sich doch realistischerweise einmal angucken, wir haben gerade Budgetverhandlungen, und sich einmal anzusehen, was denn 2% vom Bruttoinlandsprodukt einer Nation wie der Bundesrepublik Deutschland bedeuten, das wären 78 Milliarden Euro. Da sind wir weit, weit, weit nicht. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass Boris Pistorius, wenn er schon ein Sondervermögen bekommen hat, so hat es der Bundeskanzler heute ja formuliert, wenn er das schon hat, dass er darüber hinaus noch einmal eine wesentliche Aufstockung seines Verteidigungshaushalts bekommt. Also Deutschland wird schon einige Probleme haben, dieses 2%-Ziel, was Scholz heute auch zugesagt hat, weitergehend zu halten. Das Treffen in Vilnius in 3 Wochen ist ja insofern spannend, als dass man vielleicht erwartet hat, dass es Aussagen zu einer formellen Einladung an die Ukraine in die NATO, also der NATO beizutreten gibt. Da gab es jetzt im Prinzip eine klare Absage heute auch noch mal auf der Pressekonferenz. Oder wie bewerten Sie das? Und was ist eigentlich mit Schweden? Also was die Ukraine angeht, das würde mich sehr überraschen, wenn die Ukraine eine formelle Einladung bekäme auf diesem Gipfel. Dafür waren die Aussagen sowohl von Stoltenberg als auch von Scholz relativ eindeutig. Scholz hat zum Beispiel gesagt, man werde nicht über Bukarest hinausgehen. In Bukarest hat er mir ja beschlossen, dass die Ukraine eine Perspektive bekommt. Wenn man nicht weitergehen will als die Formulierung eine Perspektive auf einen Beitritt in die NATO, dann ist es weit davon entfernt, eine formale Einladung, ja, geschweige denn einen richtigen Eintritt in der NATO ins Auge zu fassen. Was Schweden angeht, da sind die Positionen der 31 Mitgliedstaaten eigentlich relativ klar. Die meisten, man kann glaube ich sagen 29, vielleicht sogar 30, sind dringend dafür, dass Schweden beitritt. Das würde auch einige Probleme im Nordosten bei der Infrontstellung mit der Russischen Föderation lösen. Und es gibt ein Mitgliedsland, nämlich die Türkei, die sagt, nein, das geht nicht. Schweden unterstützt nach türkischer Meinung türkische Terroristen. Das muss man erstmal aus dem Weg räumen. Und wenn man sich vorstellt, dass Präsident Erdogan gerade voller Macht aus einer Neuwahl herausgegangen ist, kann ich mir vorstellen, dass das nicht einfach wird, da zu verhandeln. Trotzdem, alle setzen eigentlich darauf, dass man die Türkei überredet bekommt. Das werden wir dann in 3 Wochen sehen. Lassen Sie uns noch ganz kurz auf einen anderen Aspekt schauen, den ich ganz spannend fand. Scholz hat ja den Generalsekretär durchaus gelobt und für seine Arbeit auch durchaus noch mal gedankt. Kann man das auch irgendwie als versteckten Wunsch verstehen, dass er sein Amt noch weiter ausführt? Denn eigentlich will er, Stoltenberg, ja bald seinen Posten räumen. Man bekommt ein Problem, wenn man eigentlich noch keine geeignete Kandidatin oder Kandidaten gefunden hat, die Stoltenberg nachfolgt. Scholz hat gesagt, er schätze die Arbeit sehr. Das kann man als versteckten Hinweis sehen. Das haben Sie richtig gesagt. Stoltenbergs Antwort allerdings war sehr brüsk. Er hat gesagt, nein, im Herbst ist Schluss. Ich habe keinerlei Pläne, die darüber hinausgehen. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das hat er beim letzten Mal auch gesagt und man hat ihn überredet. Nur die Art und Weise, wie er das heute gesagt hat und der Tonfall lassen mich doch darüber nachdenken, ob er nicht wirklich am Ende sagt, nein, Leute, das war's jetzt. Wir werden es sehen. Sie werden es auch für uns beobachten. Stefan Stuchlik, vielen Dank für die Einordnung und danke nach Berlin.